Alles wird inszeniert hier. Spaß. Guten Morgen, Leute. Ich hoffe, euch geht's gut. Es ist mittlerweile 6:30 und wirklich größte Hack. Ich lade mein Handy einfach nachts nicht auf, damit ich es am Morgen laden muss und dann nicht ans Handy gehe. Ist das nicht ein großer Brain-Move? Sag mir bitte, dass ich nicht die einzige Person bin, die einfach immer ihre T-Shirts und Pullis über die Beine rüber macht. Ich weiß, es ist sehr schlecht für meine Klamotten. Aber egal, ich mache hier gerade eine Aufgabe für die Schule am Morgen. Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Für mich schön, dass du heute wieder mit dabei bist bei einem Vlog nach einer sehr, sehr langen Zeit. Ich werde euch heute noch ein paar Updates geben, warum letzte Zeit so wenige Videos online kamen oder was jetzt der neue Plan ist für diesen Kanal hier. Aber erstmal ganz kurz zu dem heutigen Tag. Mittlerweile haben wir schon... whatever. 12 Uhr, ich war heute Morgen schon produktiv, bin ungefähr so 6:30, 7 Uhr aufgestanden, hab dann gefrühstückt und mich direkt an eine Geschichtshausaufgabe rangesetzt, denn ich liebe es momentan irgendwie, bevor ich mich eigentlich fertig mache, schon produktiv zu sein, weil ich dann wirklich so ein Gefühl von Accomplishment habe, wenn ich eigentlich noch vor dem richtigen Aufstehen und fertig machen schon eine Aufgabe erfüllt habe. Und zwar war das 50 Seiten in einem Buch zu lesen und da halt so Notizen zu machen und ich habe die gerade schon meiner Lehrerin abgegeben, die Notizen. Deswegen bin ich auf jeden Fall jetzt auch schon dann fertig und habt auf jeden Fall schon mal eine Belastung weniger. Des Weiteren muss ich heute aber noch weitere Geschichtsaufgaben machen. Denn irgendwie habe ich in Geschichte immer total viel zu tun und ich muss jetzt bis Mittwoch noch einen 90 Minuten Geschichtsvortrag machen. Das mache ich aber mit einem Freund zusammen und wir treffen uns morgen deswegen auch noch. Ich muss aber heute schon ein bisschen vorarbeiten, weil wir morgen unsere Ergebnisse sozusagen so zusammentragen. Bevor es hier weitergeht mit dem produktiven Content, erstmal kurz eine ernste Angelegenheit. Und zwar, warum war ich eigentlich so lange nicht online? Ich habe auch gesehen, dass einige gemerkt haben, dass ich nicht online war, was echt cool war von euch. Und es hat mich voll berührt, dass Leute wirklich irgendwie aktiv auf meinem Content warten. Das war voll süß zu sehen, weil ich einige Kommentare bekommen habe, wo ich gefragt wurde, wo ich denn stecke und so. Das war eigentlich total süß von euch. Ich war diese 1-2 Wochen überhaupt nicht online wegen des Ukraine-Konflikts, weil ich da echt Zeit für mich genommen habe, irgendwie zu reflektieren, zu gucken, mich zu informieren. Ich habe auch Geld und Sachen gespendet und wollte einfach mal so ein bisschen meine Präsenz aus dem Online-Leben zurückrufen, weil ich irgendwie mich damit nicht so wohl gefühlt habe. Und mir dachte, das ist jetzt nicht so ein guter Zeitpunkt, Selbstoptimierung, gute Noten hier eben so anzunehmen. Und ich meine, wir sind ja hier für Selbstoptimierung. Und Selbstoptimierung heißt eben auch Grenzen ziehen und priorisieren, eben gucken, was ist eigentlich gerade wichtig für mich, für die Welt, für meine Community jetzt in meinem Fall eben auch. Und ich fand es irgendwie wichtig, den Fokus jetzt von diesem ganzen Achievement und gute Noten und sowas alles wegzunehmen und vielleicht mal kurz Zeit für mich zu nehmen und damit ihr auch Zeit für euch nehmen könnt, um einfach so ein bisschen zu reflektieren, zu gucken, was ist eigentlich gerade wirklich wichtig. Und deswegen fand ich eben diese 1-2 Wochen Content-Pause wichtig. Ich hoffe auch, dass es euch momentan gut geht. Also ich hoffe wirklich sehr, dass alle das hier sehen, dass es euch gerade gut geht. Und ihr könnt gerne eure Gedanken immer in den Kommentaren teilen. Aber ich bin mittlerweile auch bei TikTok sehr aktiv, wo ich Lara Emily Official heiße, deswegen folgt mir da sehr gerne, weil ich da momentan jeden Tag so 3-4 TikToks poste, also es lohnt sich auf jeden Fall da mal vorbeizugucken, falls ihr nach relatable TikTok-Content und eben auch Tipps sucht. Wo stelle ich euch hin? Hier stelle ich euch hin. Ich verrate euch jetzt mal ein Geheimnis, was ihr keinem weitererzählen dürft. Okay, dann Spaß. Und zwar mache ich es einfach immer so, dass ich mir mal umziehe. Meistens so 2-3 Mal, dass ich so 3 Outfits habe ungefähr. Und dann mache ich mit diesen 3 Outfits immer ganz viele TikToks. Meistens so 6 oder so mit jedem Outfit. Und dann poste ich das in der Woche, dass ich sozusagen nur einmal mich hinsetzen muss und das filme. Und die dann aber jeden Tag online kommen können, versteht ihr? Also das ist halt, das ist schlau, das ist Produktivität, das ist Effizienz. Aber ihr dürft es nicht den nur TikTok-Leuten sagen, denn diese Geheimnisse erfahren nur die Leute, die bei TikTok und bei YouTube dabei sind. Leute, jetzt gibt's übrigens Essen. Und wie ihr mich kennt, 3-mal am Tag umziehen. Nee, 2-mal. Und wie ihr mich kennt, 2-mal am Tag umziehen. Das ist schon mein 3. Outfit heute. Ups. Übrigens essen wir am Wochenende immer koreanisch. Und das hier ist vegan. Mal kurz Flöche Hallo sagen, wie in jedem Vlog. Guten Morgen, nicht guten Morgen, guten Tag. Guten Nachmittag. So Leute, jetzt wird gearbeitet. Übrigens ein kleiner Study-Hack. Falls ihr euch nicht von eurem Handy ablenken lassen wollt, nehmt euch einfach mal auf, wie ihr lernt. Wenn ihr euch aufnehmt, dann werdet ihr höchstwahrscheinlich nicht abgelenkt sein, weil euer Handy eben gerade in Benutzung ist. Und natürlich ist es auch sehr motivierend, das dann nachher noch anzugucken. Wo stelle ich mein Handy hin? Hier? Nee. Mein Zopf ist aber schöner in die Richtung, deswegen sollte ich eher für das Video nach hier gewollt sein. So. Alles wird inszeniert hier. Spaß.
So Leute, ich habe jetzt noch 2 Stunden an Geschichte gearbeitet an seinem Vortag. Jetzt mache ich eine kurze Pause, weil ich habe gerade keine Lust mehr und auch keine Motivation und Energie mehr. Deswegen mache ich jetzt eine kurze Pause, chill ein wenig und dann mache ich nachher noch weiter. Also es ist jetzt 5 Uhr, deswegen habe ich auf jeden Fall heute Abend noch ein bisschen Zeit und ich werde jetzt an einem Gedicht weiterschreiben. Ich bin ja eigentlich Poetin, nein Spaß. Ich schreibe ja eigentlich gerne Gedichte und ich habe auch schon einige Gedichte veröffentlicht. Oh mein Gott Leute, ihr müsst sich mal angucken. Ich glaube, die kennen richtig wenige, nur von meinen so Zuschauern jetzt. Aber ich habe auch 2 Gedichte hier veröffentlicht oder 3. Ich glaube, ich habe 2 Gedichte hier veröffentlicht auf meinem Kanal. Und ich schreibe ein Gedicht für einen Freund von mir. Und das muss ich heute noch zu Ende bringen. Übrigens, Leute, kleiner Crashkurs im Gedichte schreiben. Ich schreibe meine Gedichte tatsächlich auf meinem Handy und ich höre dabei auch meistens Musik, obwohl ich eigentlich gar keine Musikperson bin, was zum Beispiel das Lernen und die Konzentration angeht. Also ich kann beim Lernen eigentlich keine Musik hören, weil mich das so ablenkt, aber beim Schreiben irgendwie ist es halt echt inspirierend, deswegen höre ich dabei meistens Musik. Ich habe einfach ein wenig viel. Ich habe es noch nicht aufgesagt, so, aber ich glaube, das geht halt wirklich einfach 10 Minuten. Ich möchte noch ein bisschen mehr schreiben, weil ich meistens, also, was mache ich denn für eine Perspektive? Hä, bin ich dumm? Ich erzähle nämlich immer eine Geschichte in meinen Gedichten und die Geschichte ist noch nicht so ganz zu Ende. Also, sie hat auch einen Mittelteil, da fehlt irgendwas, deswegen ist es noch nicht ganz fertig. Ich habe gerade nochmal einen Text gelesen von einer Freundin von mir, die gerade ihre Prüfung fürs Abitur schreibt und halt so eine Seminararbeit hat. So. Und jetzt muss ich mich eigentlich wieder in die Arbeit machen, mich in den Schreibtisch setzen, denn das Ding ist halt, ich kann das nicht aufschieben, denn morgen treffe ich mich mit meinem Klassenkameraden und wir machen die Präsentation. Ich muss meinen Teil gemacht haben, bis dahin. Ich kann nicht einfach sagen, kein Bock oder so. Deswegen muss ich es jetzt machen, es ist jetzt 20 Uhr. Ich habe echt keinen Bock, aber let's go, Leute. Schaffe ich es, mit einer Hand mein Ohrring rauszunehmen? Ja. Ich habe immer Angst, dass ich meine Ohren irgendwie abreiße. Au, okay, gut. Und Leute, fragt mich bitte nicht an meine Skincare-Routine. Ich habe keine Skincare-Routine. Wasch einfach mein Gesicht und mach Nivea-Creme rauf, Leute. That's it.